Willkommen zu einem neuen Tech-Video von Motor Report. Heute erstmals mit dem Virtual Cockpit von Audi. Wir haben das Ganze ja schon gezeigt als Active Info Display bei Volkswagen und auch mit dem gleichen Namen als Virtual Cockpit bei Seat. Aber jetzt haben wir mal die Gelegenheit, dieses Display anzuschauen. Das Ganze wirkt, kann ich mal sagen, vorab direkt etwas hochauflösender noch oder einfach noch etwas schärfer als bei Volkswagen oder Seat. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Die Auflösung ist tatsächlich etwas mehr als 1000 Pixel eben Full HD in der Breite. So sieht das Ganze aus. Wahnsinnig scharf. Stellt alles wirklich sehr schön dar. Ich kann auch mal Gas geben, dass man sieht, wie schön die Zeiger animiert sind. Das hat schon wirklich was. Ja, und das Besondere ist hier, dass wir hier eine Google-Karte wieder haben, wie zum Beispiel auch im VW Touareg der dritten Generation, im Active Info Display 3. Da haben wir eben auch wieder Google. Und nur bei Audi gibt es eigentlich diese wirklich sehr hübsche Ansicht, wo ich also mein Drehzahlmesser immer noch habe, den Tacho an sich und eben die Karte in groß. Da ist es auch wirklich sehr schön, das kann ich mal einspielen, wie diese Karte denn tatsächlich animiert wird. Das heißt, wie die Karte sich bewegt auf der Autobahn, wie sie sich ausrichtet, wenn ich fahre auf der Landstraße in Kurven zum Beispiel. Sehr, sehr hübsch. Und hier können wir auch nochmal vielleicht näher hinschauen, um das zu sehen, wie scharf das tatsächlich ist. Hier unten rechts haben wir dann dargestellt die Fahrerassistenzsysteme bzw. das gesetzte Geschwindigkeitslimit, erkannte Spuren. Wir können grundsätzlich mal die Karte hier anzeigen und gleichzeitig da im MMI, das geht also natürlich. Und im MMI kann man vor allem aber noch eine Einstellung festlegen für das Virtual Cockpit. Da müssten wir hier auf Einstellungen, dann auf Helligkeit und Displays und dann gibt es hier noch diese eine Option im Virtual Cockpit zu sagen, ich möchte mir noch den Verbrauch hier anzeigen lassen. Also ich könnte sagen Verbrauch hier oder keine Anzeige oder Durchschnittsgeschwindigkeit oder Fahrzeit oder Fahrstrecke. Die Möglichkeit gibt es hier noch, wenn man das möchte. Ich würde mir zum Beispiel den Verbrauch hier anzeigen lassen. Das finde ich eigentlich ganz schick. Und den Rest des Virtual Cockpit steuere ich hier mit diesen Tasten. Wir haben die View-Taste. Die schaltet um, wie man es eigentlich im Konzern schon kennt, zwischen groß und klein. Wir haben diese beiden Tuben. Dann kann ich hier nochmal wechseln. Das geht auch in beiden Views. Wenn ich hier weiter drücke, wechsle ich durch die Hauptmenüs. Da sehen wir unseren Verbrauch. Auch hier geht wieder View. Dann wird das Ganze so dargestellt. Dann ist es schon relativ vollgeladen. Bitte Wischwasser nachfüllen, logisch. Hier haben wir mit Senderlogos die ja, Radiostationen oder entsprechend dann das MP3-File, was abgespielt wird oder eben Spotify oder was auch immer. Das wäre noch möglich. Hier auch wieder View. Einmal weiter. Das ist ganz hübsch gemacht. Hier werden tatsächlich sogar bei meinem iPhone 6 die Anruferbilder angezeigt, mit wem ich telefoniert habe. Das ist schon wirklich ganz schick und wirklich auch übersichtlich gemacht für während der Fahrt, das dann so zu steuern. Und die Navigation wieder. Und die Navigation in klein. Wir können noch mal schauen, was wir für Fahrdaten haben. Ich würde dann hier eben noch mal durchschalten bei den Fahrdaten zum Beispiel. Hier haben wir auch eine kleine Assistenzgrafik. Die ist hier tatsächlich versteckt unter Fahrdaten. Die habe ich anfangs gesucht und die könnte man sich auch, ja, größer wird die nicht. Dann sieht man eben, welche Spuren sind erkannt, welcher Abstand ist gesetzt. Das habe ich jetzt gerade hier unten gesteuert mit diesem Hebel. Wird die ACC bedient mit dem schönen eigenen Hebel, auch sehr gut gemacht. Genau. Nochmal weiter nach unten. Verkehrszeichenerkennung, was wurde gerade erkannt. Lässt sich auch so anzeigen. Ja, oder eben die Fehler. Wischwasser war das. Radiosender lassen sich so durchschalten, auch mit Scrollen. Das ist also wirklich ganz angenehm gemacht. Ich wähle einen aus und würde dann hier bestätigen. Ja, und dann spielt in dem Fall Bayern 1. Lautstärke ist hier. Können wir direkt wieder ausmachen. Und die Karte können wir ebenfalls dann nochmal zoomen mit rein und raus hier mit diesem OK-Button. Da sieht man auch, dass das sehr schön flüssig geht. Und sinnvoll ist es zum Beispiel hier sich direkt einen Kartenausschnitt anzeigen zu lassen, wenn man fremd ist irgendwo. Und hier dann im MMI quasi die große Übersicht. So würde das zum Beispiel Sinn machen, die beiden Karten auch wirklich zu nutzen. Dann, ja, während der Fahrt kann ich noch ein paar Kleinigkeiten einblenden. Die Bewegung der Karte ist eben ganz schön. Wir werden hier Tempolimits angezeigt. Unten ansonsten noch eventuelle Fehler, wie eben dieses Wischer-Symbol. Und im Großen und Ganzen war es das eigentlich mit dem Virtual Cockpit. Es ist vom Aufbau her, also von den Inhalten, die verfügbar sind, sehr ähnlich mit den entsprechenden Konzernderivaten. Hier wirkt es für mich zumindest noch etwas hochauflösender, gerade mit der Karte und diesen kleinen Tuben hier. Sehr, sehr schick. Ein paar Animationen haben wir auch noch. Ich kann mal den Motor ausmachen. Dann würde das hier erscheinen, Tür auf. Wieder zu und starten. Ja, so sieht es dann eben aus. In dem Fall auch noch mit Sound.
Genau, so viel zum Virtual Cockpit. Wir zeigen noch Anzeigefunktionen des Audi A7. Die verlinken wir dann oben und wir danken euch schon mal fürs Zuschauen.